Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Heute fahren wir unser erstes Mal mit diesem Iveco Highway 560E6 mit 700 PS. Ein Iveco mit 700 PS. Solche dicken Reifen, also guckt euch mal die Reifen an. Die sind doch geil, oder? Und dann diese Nägel, die da an der Seite rausgucken, das ist schon, also das sind Schrauben, ich weiß das, Leute. Hier an den Seiten auch. Also, ich würde mal sagen, machen wir die Kiste mal an und hören mal rein, wie er sich anhört. So, den Iveco selber, den kennen wir ja bereits. Also, das ist kein Neuling für uns oder so. Sehr schön. Das sieht schon schick aus. So, wir fahren mit Tagfahrlicht natürlich, weil es ja Tag ist. Und dann würde ich sagen, legen wir los und suchen uns einen Auftrag. So, der gute alte Frachtmarkt hier oben am Arsch der Welt wird bestimmt etwas für uns haben. Dosen Schweinefleisch, ja, ich bin mir nicht sicher. Wow. Bis nach Finnland runter für 98.000 Euro. Ich sag mal so, der Preis ist geil, weil wir nicht wirklich viel fahren. Wir fahren kurz durch Finnland, über Schweden ganz kurz und dann sind wir schon oben in Island. Also das ist schon schnell. Das sind wie viele Kilometer? Ja, 1504 Fahrkilometer alleine nur. 2100 Kilometer über die Fähre. Boah. Das ist weit. Gesamtfahrzeit 84 Stunden. Das ist nicht wenig, ja. Wir können aber auch hier über Estland, Lettland, Litauen, Polen nach Slowakei. Ich glaube, die Fahrt ist interessanter. Dann fahren wir 15 Tonnen Baumrinde. Los geht's. Machen wir mal unseren Navi an. Setzen uns mit unserem gemütlichen Poppes rein. Ah, Navi brauchen wir gar nicht. Ist eingebaut. Sehr gut. 700 PS in den Iveco. Ist mir bis jetzt komplett entgangen. Also ich wusste tatsächlich bis jetzt vor kurzem nicht mal, dass es einen Iveco mit 700 PS gibt. Aber es gibt noch größere, wie ihr gesehen habt. Ich denke mal, das liegt an meinem Motormod. Es könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Wer weiß das schon? Ha, schön. Ich liebe hier oben zu fahren. Das ist so geil gemacht, Leute. Richtig schön. Aber so langsam sieht man ETS 2 das Alter an. Das Gras. Es wird langsam. Es wird Zeit für einen DirectX 12 Patch mit QuiEngine. Das wäre doch geil, Leute. Guten Tag, Kollege. Okay, die Hupe hört sich sehr kindisch an. Da geht niemand auf Seite für. Liebes Iveco-Team, ändert eure Hupe. Einem LKW sollte man Platz machen, wenn er hupt. So wird das aber nichts. Na, und schon haben wir die 50 auf der Uhr. Der ist flott. Vor allen Dingen fährt er sich sehr gemütlich und leise. Aber die Anzeigen sind sehr klein auf dem Display. Das ist wiederum so sehr schade. So, dann beschleunigen wir mal gemütlich hier auf die Autobahn hoch. Ich glaube, wir haben schon fast die 100 auf der Uhr. Ja, 100 km/h haben wir schon. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich wollte das nicht. Scheiße. So, sehr gut. Das war schon gruselig gerade. Also diese Situation möchte ich nicht nochmal haben. Kein einziges Mal. Nie wieder. Wie sie alle hier zu schnell fahren, ne? Eigentlich ist hier 80 erlaubt. Auch für den Bus da vorne. Oder ist hier 100 für den Bus? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, wahrscheinlich 100. Sonst würde der nicht so schnell fahren, denke ich mal. So, jetzt gehen wir nochmal Vollgas und versuchen das Unmögliche. Und es ist bestimmt auch unmöglich. Nein, es ist nicht. Unfassbar. Wuhu.
So, wir brauchen unser Navi, damit wir sehen, wie schnell wir sind. Wir fahren jetzt gerade schon 140 km/h und er zieht an. Das Biest hier. Unfassbar. Oh, fuck. Okay, gut. Ist alles okay. Alles gut. Ich gönne mir gerade nur ein bisschen Geschwindigkeitsrausch mit unserem neuen Iveco. Oh, wow. Die Bremsen sind so lala. Also in unseren Grundeinstellungen sind die Bremsen, naja, sie sind vorhanden. Fahren sich aber so, als ob sie schon abgeschliffen wären. Hier muss man echt vorsichtig sein bei dem ganzen Verkehr. Das ist ja unnormal, was hier los ist. Wir haben 16.02 Uhr und die Autobahnen und Landstraßen sind total verstopft. Oh fuck, hier ging es links. Stopp! Sehr gut. Wäre ich einfach gefahren, wäre mir wahrscheinlich nicht reingefahren, aber okay. Ich liebe diesen Untergrund, Leute, ohne Spaß. Man kann hier drauf so geil driften. Geil. Gibt's keine Strecke, wo nur sowas ist? Wo man nur driften kann? Das wäre so geil. So, guten Tag. Ihr sicherer Partner ist da. Ich habe angerufen und möchte gerne einen Auftrag von Ihnen haben. Wenn er noch verfügbar ist. Ja, ist er. Sehr schön. Dann fahren wir runter nach Bratislava. Über insgesamt, glaube ich, 4 Länder fahren wir jetzt. Sehr schön. Auch mal was Neues. So, wo ist unser Auftrag? Ah, der steht hier. Sehr gut. Habt ihr das gerade gehört? Das... Hoppala. Das war doch ein Schrei. Was ist denn hier los? Leute, ich mach mal den Ton aus. Hört euch das mal an. Hört ihr das? Das hört sich an, als ob wir auf dem Bauernhof sind, Mann. Wir sind an einem Holzwerk. Unfassbar. So, und wodurch haben wir jetzt den Schaden bekommen? Dadurch? Sind wir so tief? Oh ja. So, auf geht's. Ich denke mal, die Last ist für den LKW genau sowas wie, als ob wir Gummibärchen durch die Gegend tragen. Also eine Tüte für uns ist die Last für ihn hier. Und ich denke mal, wir werden ganz viel Spaß damit haben. War das mit Kippern nicht so, dass sie leicht kippen? Oder erst gar nicht irgendwo drüber kommen. Okay, gut. Wir müssen vorsichtiger sein, Leute. Definitiv vorsichtiger. Ganz vorsichtig. Ja. Sehr vorsichtig sogar. Weil das Ding, das kippelt hier durch die Gegend, als ob es nichts wäre. Gut, wissen wir Bescheid. Beim nächsten Mal nehmen wir mal was anderes aus dem Kipper. Das ist mir dann doch zu kriminell, die Fracht. Aber ich habe das bei Nini schon mal gesehen und Nini hat es auch geschafft. Aber es war da schon sehr schwer, weil die sind echt instabil, die Dinger. Jetzt muss ich gar nicht mehr so einen großen Bogen fahren, jetzt bin ich das gewöhnt von dem Gigaliner. Was ist hier los, hä? Ganze Straßen kaputt, was soll das? So, haben wir eine Anzeige, wie lange wir mit unserem Sprit denn auskommen? Nein. Okay. Wichtig ist, dass wir sehen, wie viel AdBlue wir haben und wir sind voll. AdBlue ist im Übrigen ein Zusatz, was Dieselmotoren zugefügt wird. So viel ich weiß,
bringt das weniger Schadstoffe und ist Pflicht in LKWs. Falls ich was Falsches sagen sollte, berichtigt mich bitte. Aber ich denke, das war das. Das sieht schon cool aus, oder? Fahren wir mal ein bisschen Baumrinde durch die Gegend. Tagsüber vor allen Dingen mal. Das ist richtig schön. Achso, wir planen natürlich unsere Strecke, dass wir genug Städte abgreifen können wie möglich. Ich denke mal nicht, wenn wir hier dran vorbeifahren werden, bekommen wir diese Stadt nicht. So. Ja, Lati ist jetzt ein bisschen weit weg. Dann gucken wir mal hier. Dann fahren wir mal hier kurz über die Werkstatt rein, oder? Ja, doch. Ist das ein großer Unterschied? An Kilometern, weil dann müssen wir ja auch drauf achten, ne? 1900. Ach, das sind ein paar Kilometer. Wahrscheinlich nur ein paar Meter oder so. So, dann kommen wir hier an. Ich denke mal, hier werden wir dann automatisch die Stadt bekommen. Hier in Pärnu werden wir in Estland sein. Riga ist oben in, lass mich nicht lügen, ist das noch Schweden? Ne, Schweden war hier. Hier ist Estland, ne? Bin ich falsch? Nein, hier ist Estland. Jetzt bin ich überfragt. Naja, egal. So, über Riga. Dann einmal hier geradeaus durch, würde ich sagen. So. Kann ich hier nicht einfach geradeaus durchfahren, liebes System? Ich möchte hier nicht abknicken. Ich möchte hier durchfahren. Wieso zeigt mir das System das so an, bitte? Man sieht ja, dass man hier durch kann. So, wir fahren jetzt einfach hier durch, genau. Dann fahren wir geradeaus weiter, würde ich sagen. Dann fahren wir einmal hier durch. Und dann hier geradeaus weiter. Das ist schon amüsant, ne? Wenn man das so belegt. Das ganze System sagt mir, nein, das geht nicht. So, egal. Dann fahren wir über Suwatki. Oder wie es ausgesprochen wird. So, dann haben wir hier noch eine wunderschöne Filiale, die wir natürlich sehen möchten. So, dann fahren wir hier runter und fahren dann hier geradeaus. Keine Ahnung, warum das System so behindert plant. Was soll denn das? So, wir machen jetzt schon Kilometer ohne Ende mehr. Unfassbar. Wir machen es anders. Wir fahren einfach durch die Städte. Wenn wir einen Städtenamen sehen, gucken wir auf die Map und fahren dann da einfach durch, weil nachher plane ich mir so eine Scheiße hier zusammen und danach kommen wir nie an, weil wir Zeitverzögerung ohne Ende haben. Das hier werden wir noch fahren, definitiv, weil das waren nur ein paar Meter im System. Und der Rest müssen wir dann halt mal gucken, wenn wir da sind. So schlimm ist das ja nicht. So, jetzt fahren wir hier vorne. Ich denke, ja, wir fahren hier rechts runter. Ich denke das nicht nur, ich weiß das sogar. Unfassbar, oder? Und schön, dass wir Glück haben. Dass wir so gute Straßen haben, wo das Verkehrssystem so einigermaßen geregelt ist. Fahr, 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 fahr doch. Und jetzt. Nachdem. Fahr, gib Gas. Gib Gas. Gas, Gas. Geht doch. Sehr schön. Ach, Stau im ETS 2, ist das was Schönes. Ach, schön. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.